Und wieder schon. Der klassische Character-Spam. Link. Insane. Oh, ein erwachsener Link. So die Matchup. Wir haben ja den jungen Link schon gesehen, der erwachsene Link. Ich hoffe auf insane Bomben-Kombos. Der erwachsene Link um einiges langsamer trifft, aber dafür auch umso härter. So, kein Boomerang am Anfang. Ah, okay, da ist er schon. Ich hab's mir schon gedacht. Wo ist der Boomerang? Einfach baited. Man versucht schon eher zu spacen. Ich meine, Butzi. Ah, ja, jetzt kommt er ran. Butzi hat instant versucht, Pressure aufzubauen. Oh, schöner Read. Shield perfekt gedroppt. Aber die Bombe. Ah, leider auf der Plattform gelandet. Wäre in den Upsmash rein. Da readet den Roll on stage. Mal schauen, wie Veno hier zurückkommt. Schöner Roll into Grab. Mal schauen, wie er sich verwandelt. Krass. Busi spielt da auch eher auf Stage Control, wenn er seinen Gegner auf Stage bekommt. Weiß natürlich, dass seine Recovery auch gepunished werden kann. Ja, da muss er. Oh, dieser Bounce auf dem Schild, der kann echt verheerend sein. Mit dem Down B. Oh, schön. Krass geparried. Und einfach. Was war, war das nur ein F-Smash oder war das ein Down-Smash? Ich glaube, es war nur ein F-Smash. Ja, war ein F-Smash. Aber einfach gereadet den Approach. Mit der Range, mit dem Disjoint versucht. Da hat Busi, glaube ich, gerade ein wenig Pech gehabt, dass Veno dahinter seinen Neutral Air gefallen ist. Oh, ja. Verwendet weniger Projectiles, als wie ich gewohnt bin. Oh, leider. Leider, leider. Und das DI da in die falsche Richtung. Ja, aber ich glaube, er wäre so oder so gestorben. Es war mit dem Prozent ein Charged F-Smash abkriegen. Schön. Dieser Abi kann einfach verheerend sein. Aber mal schauen, wie er hier mit einem Stock hinten noch zurückkommt. Versucht hier mit den Bomben was zu machen, aber ich sehe die Projectiles weniger. Ja, aber die werden doch einfach geparried. Also Busi hat einfach keinen Bock auf die Projectiles. Ja, der parried die einfach und dann approacht er dich. Aber ich habe auch keinen Bogen-Follow-up gesehen. Nee, nicht viel, nein. Oh, und das wird wieder gepunished. Ah, da wollte er zu viel schon wieder. Oh, er hat mit der Bombe versucht zu safen. Er kommt zurück und Busi ist einfach raus mit dir. This is my stage. Richtig psychologischer Schaden, jawohl. Ja, also. Da war einfach. Ich meine, der hat. Oh nein, das war's jetzt schon. Er kommt zurück. Und dann wird er instant geklatscht. Einfach weg. Einfach weg. Er bleibt auf dem Link. Ja. Vielleicht hat er das Game gebraucht zum Readen. Also zum Lernen. Veno hat ein bisschen den Nachteil, dass sein Gegner in der ersten Runde dequeued wurde wegen Nichterscheinens. Oh. Und ist daher vielleicht nicht ganz so warm wie Busi, der gegen Zeas spielen durfte in der ersten Runde. Aber jetzt. Ja, davon darf er sich halt jetzt nicht unterkriegen lassen. Api einfach. Einfach 30%. Ein Api. Und das wird halt. Er darf das Abi nicht drücken. Nee, also. Oh, schön getaggt. Aber dieser Abi, Busi weiß das einfach. Er nutzt das komplett aus. Das ist einfach ein Free F-Smash. Ja, und mit Roy. Also ich meine, wenn er ihn catcht damit, dann ist gut, aber er spaced es einfach viel zu gut. Ja. Du musst das halt irgendwie comboen, versuchen zumindest, weil einfach. Ja, aber wie ist es comboen? Es ist ja eigentlich eine Out-of-Shield-Option. Ja, oder so. Ich meine, in der Luft ist da eine Combo, aber. Ja, in der Luft, wenn du eben diese Juggles machst und dann. Das jetzt, war schön. Das war ein schönes Abi. Und jetzt ist er ahead mit 140%. Jetzt holt er. So, er muss jetzt noch. Ah. Ja, da war der Spot-Dodge. Spot-Dodge into. Side-B. Side-B. Aus dem Swipey kommst du. Also damit wieder ausgeglichen hier. Musst du nicht normalerweise nach dem Forward Air. So ähnlich wie mit Young Link, die Combo. Ja, Downtilt into. Also Downtilt ist wahrscheinlich. Downtilt und Boomerang sind genau gleich wie bei Young Link, eigentlich deine besten Combo-Starter. Ja, aber den Boomerang kriegt er nie durch. Nee. Oh, da hat er wieder versucht zu readen, aber diesmal war es einfach ein normal Getup. Kein Roll. Und dieser Forward, ja. Jetzt muss er muss wieder. Er ist offstage ist er schwächer, eindeutig. Oh! Busi.
Gelesen wie ein Buch. Perfekt. Der gelesen. Liest den Buchstabe für Buchstabe. Jeden Move, den er macht. Busi weiß, was kommt und weiß, was er gegen tut. Und da war der Parry. Und jetzt hat er sich zurückgeholt. Jetzt muss er anziehen. Ausgeglichen. Ah, der Air Dodge. Schöne Kombo gewesen, wenn er den Grab durchgekommen hat. Oh, schön. Ja, jetzt hat er es durch. Und into Appi, 55%. Hat jetzt einen schönen Lead aufgebaut. Na. Jetzt kommt wieder dieser Appi. Da ist er einfach zu greedy mit dem. Ja, es hat jetzt halt zweimal funktioniert. Da dachte jetzt, ich... Er muss... Also langsam muss das Mix-Up kommen von ihm. Weil Busi weiß einfach, was er macht. Oh. Oh, der Upsmash. Oh, das... Oh, er hat's zurückgeholt. Insane. Da ist einfach cool geblieben. Ich hab gedacht, jetzt kommt wieder der Appi. Aber nein. Er hat mal den Appi rausgehauen. Holy. Ja, da sieht man halt den Unterschied zwischen Young Link und Link. Link tötet halt einfach. Ja, Link killt dich. Link just kills you. Also, wunderschön gespielt von Venu. Er wurde, kann man so sagen, glaube ich, komplett zerstört im ersten Spiel. Ja. Ist aber cool geblieben und hat sich das Comeback schon gesichert im zweiten. Ich habe schon geschwitzt beim zweiten. Also wirklich, das hat schon wieder schlecht ausgehauen. Die sind insane nice, die Games. Jedes Game bis jetzt war extrem close. Ja. Aber Bootsy versucht jetzt wieder ein bisschen cooler zum Spiel. Also er macht nicht nur noch Hard Pressure, aber er nutzt die Reads wieder aus. Ach, dieses Appi out of shield. Schlimmer wie bei Game & Watch. Nee. Doch. Genau gleich. Gleich schlimm. Oh. Ja. Venu versucht wieder Distanz aufzubauen, damit er ein bisschen aus den Projectors rausholen kann. Das hatte Masht er schnell raus. Das war ein also bei 60% rausmashen. Also da... Au, das Bot das. Da war das Mashing-Game definitiv on point. Ah, und es ist wieder unglaublich ausgeglichen. Der Up, er tötet noch nicht. Also ich glaube, Venu hat echt erkannt, dass er in den Aerials, wenn Busi über ihn ist, wirklich stärker ist. Ja. Und auf das versucht er jetzt auch eher zu gehen. Darum versucht er ihn mit Froze in die Luft zu kriegen und mit der Bombe jetzt auch das Zonen. Ja, weil im Ground Game hat er eindeutig die Disadvantage. Oh. Und diesmal hat der Happy funktioniert. Stock Lead für Venu. Komm schon, Venu, jetzt. Ich bin ja unbiased, aber... Das wär der erste Upset des Tages. Dieser Upset, das wäre insane. Vor allem Duel im ersten Game... hat er so gestruggelt und jetzt, wenn er das holen würde. Ja. Das darf er nur nicht. Jetzt muss er. Oh, er hat schon wieder gereedet, er hat schon wieder gerollt. Ich wollte gerade sagen, jetzt muss er sich überlegen, wie er mit seiner Variety umgeht. Wie er mit seinem Mix-Up das macht. Oh, da geht er auf den Pfeil. Zweimal. Oh. Da kommt er nicht mehr zurück. Oh, geht sich knapp noch aus. Oh. Jetzt muss er aufpassen, 35%. Hat Roy einen Spike? Keine Ahnung. Ist der Downer Spike? Oh, da war sie wieder. Ah, diese Abwehr. Aber es hat jetzt halt so oft funktioniert, dass er sich einfach denkt, ich gehe mal dafür. Ja, schon, ja. Aber es tut halt so weh, wenn sie nicht trifft. Nice. Schön. Jetzt holt er sich langsam. Er muss nur einen Kombo-Starter treffen. Irgendwie boot sie in die Disadvantage. Jetzt hat er... Ja, aber von Busi, Jab into Forward Smash oder was? Oh, schön. Ein bisschen länger gewartet, hätte es, glaube ich, getroffen. Das wäre dann Game für ihn. Oh. Insane. Es ist so extrem spannend. Ich komme nicht nach mit dem Reden. Sie tauschen sich die ganze Zeit ab. Oh, Venu lässt irgendeine Bombe explodieren, die offscreen war. Oh. Ja, hat er. Wollte er wieder für den Grab gehen? Der Back erreicht nicht. Oh, die Bombe! Oh! Der hat sie versucht wegzuhitten mit dem Appi, aber ich glaube, es hätte nicht gereicht, um auf die Stage zu kommen. Jetzt komm, Venu. Hol noch das Beste aus dem Stock raus. Hau in die Prozente die rein. Die Bombe ist so gefährlich, er wirft die. Oh, ich hätte ihn in die Bombe geworfen. In die Bombe und dann. So wie Snake mit dem C4. Ja, genau. Das ist fast! Oh mein Gott! Aber Royce hat schon wieder... Er jetzt mit dem Boomerang wäre er fast wieder rein. Royce hat schon wieder auf 70%. Roll into F-Smash. A Final Stock für beide Spieler. 70%! Da kann er was draus machen. Das darf er sich nur nicht irgendwie beamen lassen. Das wäre einfach so Pac-Man.
So, oh. Er versucht irgendwie zum Approachen. Ja, aber jetzt darf er nur nicht die Nerven verlieren. Link macht das gut. Safe Approaches mit dem Neutral Air Safe und Shield. Oh, oh, geht was? Falsche Richtung. Ah, der Boomerang hätte ihn nicht. Oh, schöne Backer. Busi muss aufpassen. Er versucht nichts. Oh, Nomi geht auf. Oh, Dappi! Dappi! Sie Verhängnis-Move! Gewinnt ihm einfach das Set! Er hat so oft mit dem Appi geintet. Und dann, bam! Pac-Fucking-Man. Einfach Pac-Man. 2-1 für Veno. Pac-Jump. What did I just witness? This is so insane a reverse sweep. Holy moly. Insane! Was? Ja, geiles Game. Einfach strong as fuck. Geiles Game, holy I guess. Holy shit. Holy. Holy moly. Und von dem Banger, Busi gegen Veno, also man muss sagen, haben beide Spieler echt gut gespielt.